Mist, ich habe schon wieder nicht dran gedacht, den Leim abzuwischen. Jetzt ist der natürlich wieder fest geworden. Bevor wir starten, noch einmal ganz kurz die Erklärung. Hack, check. Ich habe das Gefühl, manche verstehen das Format nicht und wollen es auch nicht verstehen. Es geht dabei nicht darum, dass ich etwas mache, weil ich glaube, dass es richtig ist. Das Format beinhaltet, dass wir uns Tipps und Tricks aus dem Internet nehmen und sie in dieser Sendung überprüfen, damit ihr wisst, ob das gut oder Instagram-Bullshit ist. Das ist das Format. Also wenn ihr schreibt, Jonas, du bist voll der Idiot, warum machst du sowas? Weil wir genau herausfinden wollen, ob manche Sachen halt idiotisch sind oder nicht. Ich glaube, das war jetzt nach ein paar Folgen irgendwie nochmal wichtig, das zu erklären. Aber ihr seid wunderbar nice und schickt mir immer wieder Sachen, wo ihr sagt, Alter, ich habe das und das gesehen, kannst du das mal überprüfen? Und eine Sache davon ist, können wir aus so einer günstigen, aus meiner Sicht eher ungeeigneten Schleifführung und einem Hobelmesser den besten Leimabkratzer der Welt bauen? Keine Ahnung, die Prämisse ist einfach, Hobeleisen hier rausnehmen, da reinpacken und dann irgendwie den Leim wegmachen. Mal gucken, ob es probiert. Diesen Hobel haben wir in diesem Video aufgearbeitet. Das Messer sollte also scharf sein. Jetzt brauchen wir nur einen Hammer, habe ich nicht. Und einen Rundstab auch nicht mehr. Bis gleich. Dann wollen wir mal gucken. Es ist wieder mal einer dieser glorreichen Momente. Genau deshalb liebe ich dieses Format. Man denkt sich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und es ist eine geniale Idee. Es funktioniert hervorragend. Was natürlich bei diesem Brett jetzt noch nicht ganz optimal ist, ich weiß nicht, ob ihr es hört, also wir haben hier einen minimalen Versatz. Und dadurch können wir natürlich den Leim nur da gut weghobeln, wo der Versatz nicht so stark ist. Aber im Prinzip funktioniert das schon sehr, sehr gut. Wir testen das gleich noch bei einem zweiten Stück. Es ist eigentlich ein bisschen logisch, dass das gut funktioniert, weil wir die Schleifführung ja auch sonst genauso einstellen, dass wir eine hervorragende Schneide schleifen können. Das heißt, im Prinzip ist es nicht verwunderlich, dass wir dieses Gerät auch als Hobel nutzen können. Der Vorteil hierbei ist, wir haben nicht die Hobelsohle. Wir können das Eisen wirklich genau da ansetzen, wo wir wollen, weil ja alles nur hier hinten auf diesem Rad läuft. Kleine Insider-Info, bevor wir jetzt gleich das nächste Stück Holz bearbeiten. Diese günstigen Schleifführungen sind zum Schleifen nicht sehr gut geeignet, weil sie in der Regel nicht so stabil gebaut sind. Das heißt, man muss das Ding schon sehr, sehr gut festhalten, damit man kontrolliert schärfen kann. Aber, und das ist jetzt schon das Gute, wir können daraus einen super günstigen Leimschaber bauen. Jetzt zum nächsten Testobjekt. Bis jetzt bin ich begeistert. Wir sehen lustige kleine Glue-Chips. Das funktioniert super duper gut. Die Frage, die jetzt wieder kommen wird, ist, was ist der Vorteil gegenüber eines Stecheisens? Zuallererst, das Format heißt Hack-Check. Wir testen Hacks, weil sie vorgeschlagen werden. Es geht nicht darum zu sagen, warum ist das besser. Wir testen es erstmal nur. Oh Gott, das macht mich wahnsinnig. Ah. Trotzdem erkläre ich euch, was der Vorteil ist. Gott. Entschuldigt meine Entgleisung, aber es macht mich teilweise wahnsinnig, dass manche sich so viel Mühe geben, Gesundheit, die Formate, die wir machen, absichtlich misszuverstehen. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt mit einem Stecheisen den Leim entfernen, dann müssen wir das Stecheisen von Hand sehr, sehr präzise führen.
Denn diese Sache, dass wir das Stecheisen so hinlegen, geht oft nicht, weil der Griff sozusagen manchmal ein bisschen im Weg sein kann, je nachdem, was für ein Stecheisen ihr habt. Das heißt, im Prinzip spricht gar nichts gegen die Variante mit dem Stecheisen. Was ich nur sagen kann, ist, durch diese Führung, und deswegen heißt es ja Schleifführung, ist das Ganze wirklich sehr, sehr einfach, genau wie beim Schleifen. Man muss sich wenig Gedanken darüber machen, wie halte ich das Ding. Man drückt es möglichst flach und flächig auf die Fläche und schiebt. Und man hat, so wie die Phase gebaut ist, genauso wie wenn wir ein Stecheisen andersrum nutzen, auch überhaupt keine Chance, in das Holz reinzuhacken. Und das ist wunderbar. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, du, es gibt extra Leimschaber. Das stimmt und die sind wahrscheinlich auch in der Regel ganz sinnvoll. Aber selbst ich als absoluter Werkzeugfreak sehe diese Leimschaber als etwas überflüssig an. Wenn wir uns beim Verleimen genug Mühe geben, haben wir in der Regel wenig Leimaustritt. Und wie wir heute gesehen haben, brauchen wir in diesem Fall kein extra Werkzeug, denn ein Stemmeisen haben wir wahrscheinlich irgendwie alle rumliegen und so eine Schleifhilfe und einen alten Hobel wahrscheinlich auch. Wie wir gesehen haben, das funktioniert hervorragend. Es macht also aus meiner Sicht wenig Sinn, ein extra Werkzeug zu kaufen, nur um Leim zu entfernen. Denn die Werkzeuge dafür haben wir eigentlich alle schon da. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, einer dieser Hacks, die einfach wunderbar sind, weil sie gut funktionieren. Das Messer können wir jetzt wieder in den Hobel einbauen, ganz normal weiterverwenden. Und theoretisch kann man auch diese Schleifhilfe weiterverwenden, auch wenn ich, wie gesagt, schon mal gesagt habe, dafür halte ich sie immer ein bisschen zu wackelig. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Der Hack kostet einem fast nichts. Wir machen aus zwei Werkzeugen, die wir schon haben, eins, was sehr, sehr nützlich ist. Und das ist im Prinzip ja irgendwie fast das, was einen guten Hack ausmacht. Aus dem, was wir haben, etwas Wunderbares machen. Also macht das nach, macht euch hier wunderbare Glue-Parmesan-Strips. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann hoffentlich ohne dieses Ding hier, weil außer zum Glue-Upsqueezen mag ich das nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!